geben. Im Bettenhochhaus, das ja neu eingerichtet wurde, sind 48 Patienten auf einer Ebene mit elendlangen Fluren. Und da arbeiten im Nachtdienst zwei Kollegen. Es war eigentlich geplant, dass da drei arbeiten. Das ist aber nicht möglich, weil sonst im Frühdienst und im Spätdienst zu wenig wären. Das heißt, dort muss eigentlich viel mehr Personal rein, damit die auch einen dritten Nachtdienst gewährleisten können. Ansonsten ist im Nachtdienst dort eine Schwester für 24 Patienten verantwortlich. Und das sind eben keine Patienten, also nicht alle sind Patienten, die allein zur Toilette gehen, sondern ganz viele Patienten sind halt schwerst pflegeabhängig. Und da kommt man wirklich in Not. Genau, also heute hatten wir einen Aktionsstreik. Das war auch das erste Mal, dass wir das so gemacht haben. Wir haben einerseits Brennpunkte an allen Standorten zu einem gesamten, also alle Kollegen aufgerufen für den Streik und haben dann auch personalisiert Kolleginnen aufgerufen. Da konnten sich die Kollegen im Team absprechen, wer streiken geht, und die haben sich dann bei Verdi gemeldet und wurden dann persönlich aufgerufen, heute zu streiken. Nun seid ihr wieder auf der Straße und kämpft für eure Forderungen und mehr Personal. Aber ihr seid nicht alle. Es fehlen die anderen Kolleginnen, die heute leider nicht zum Streik gehen konnten. Kollegen, ich bin davon sehr stark überzeugt, dass wir als Arbeiterinnen nur gemeinsam stark sind und gemeinsam auf die Straße gehen. Wir müssen Streiks auf die Beine stellen, zu denen alle Kollegen aufgerufen sind, und das Ziel tatsächlich ist, den Betrieb zu stören in nächster Zeit. Und wir haben heute das Vorstandsgebäude in Villa Kunterbund umbenannt, weil irgendwie der Vorstand sich seine Welt irgendwie so malt, dass man nachts gut schlafen kann, denkt aber nicht darüber nach, wie die Pflegekraft nachts gut schlafen kann. Nach einem harten Monat. Wichtig ist den Kollegen, sie merken, dass Pflegekräfte eingestellt werden, aber was sie nicht merken ist, weil es nicht ausreicht, wenn sie denn unter Besitz in der Schicht arbeiten, was machen sie dann? Und das muss jetzt verhandelt werden. Und deswegen sind die Kollegen auch heute zum Aktionsstreik aufgerufen worden und haben sich ja auch in der Menge, wie wir erwartet haben, auch beteiligt. Mehr von uns ist besser für alle. Mehr von uns ist besser für alle. Ich bin momentan Auszubildender in der gesundheitlichen Krankenpflege hier an der Charité. Momentan bin ich mit Verdi hier unterwegs im Warnstreik. Ja, wir waren jetzt gerade eben ein bisschen so durch die Station gegangen, um mal solidarische Grüße zu hinterlassen. Ja, warum ich jetzt den Arbeitskampf hier unterstütze. Auch gerade in der Ausbildung merke ich ja auch schon, wie der Stress bei den Kollegen da ist, wie die Patientenversorgung momentan stattfindet. Und ich habe halt auch schon früh mitgekriegt, dass man auch gerade als Azubi so die ganze Last, die von oben kommt, teilweise auch mit kompensieren muss. Was zwar ja nicht so der Fall sein sollte. Wir als Azubis sind immer nur zusätzlich da. Offiziell eine Sache, eine Notstandregelung zu haben, wenn die mal endlich eingeführt werden würde. Und auf der anderen Seite ist für mich nicht in akuter Notstand, wenn es jeden Tag passiert. Da muss ich auf jeden Fall politisch und wie auch wirtschaftlich einfach mal einiges verändern. Mehr von uns ist besser für alle. Nee, aber meine Forderung ist, Praxisanleiter sollen mehr Zeit für die Azubis bekommen, also auch freigestellte Zeit, um ihnen pflegerische Maßnahmen zu demonstrieren und zu zeigen. Wir haben am Donnerstag wieder Verhandlungen und hoffen, dass der Druck, den wir heute erzeugt haben, und wir haben ja jetzt auch in der Presse schon ordentlich Druck erzeugt, auch in der Öffentlichkeit, dass wir am Donnerstag an einem Verhandlungstisch zu Ergebnissen kommen, wo es ein Weiterverhandeln möglich ist. Wenn das nicht der Fall ist und das, wenn man Donnerstag sehen, dann ist das Ultima Ratio dann die Konsequenz. Und das Ultima Ratio ist? Ein Arbeitskampf.